Futtermischung von Bert und Leo vor, die Bert und Leo Range. Das Futter kommt aus den Niederlanden. Leo Koot und Bert Aufdehaar sind ganz bekannte Angler. Europameister, Weltmeister im Fiedern. Also absolut erfahrene Leute. Und die sind dann zu uns gekommen und haben uns gebeten, ob wir für sie ihre Mischung bei uns in der Firma fertigen können. Und das sind drei Mischungen wie folgt. Zunächst mal ein feines Futter, Superforen, also wie der Name sagt, Foren, Rotaugenfutter. Dann haben wir das Brassenfutter und als dritte Variante wäre dann hier noch ein reines Fiederfutter mit relativ grober Struktur. Ja, Michael, jetzt hast du schon gesagt, das Fiederfutter hat eine grobe Struktur. Sag doch nochmal was von der Körnung von dem Forenfutter und dem Brassenfutter. Ja, beginnen wir mit dem Foren. Das ist absolut fein strukturiert. Das hat auch nicht allzu viel Bindung, das heißt, man kann das eigentlich kaum überfeuchten. Es gibt eine schöne Wolke und sättigt den Fisch nicht, hat auch dementsprechend einen geringeren Nährwert. Okay, und die andere Sorte? Ja, weiter geht's mit dem Brassen, beziehungsweise Superbrasem. Das ist ein Futter mit mittlerer Körnung. Hier haben wir auch dementsprechend einige Partikel mit eingearbeitet. Und das Futter kommt für die Stipprutenangelei dementsprechend zum Einsatz und natürlich auch für die Fiederfischerei, wenn große Fische erwartet werden. Okay, jetzt haben wir heute noch Februar. Es ist relativ kalt, extremer Wind. Wir angeln zu zweit auf zwei Distanzen mit unterschiedlicher Entfernung. Was würdest du jetzt vorschlagen, was für Futter wir heute beide nehmen? Beziehungsweise auch ein unterschiedliches Futter. Nicht, dass wir das Risiko zu groß gehen, dass einer gar nichts fängt. Also wir wollen ja heute einfach mal testen. Wir werden zwei verschiedene Futterplätze anlegen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wir einen halben Teil Superforen mit einbauen, einfach um dementsprechend etwas Wolke zu erzeugen und um natürlich den Nährwert nicht unnötig hoch zu treiben, denn die Wassertemperatur ist halt noch sehr kalt. Von daher werde ich mich für folgende Mischung entscheiden. Ich werde einen Teil, sprich ein Kilo Superbrasem nehmen und werde dazu einen halben Teil, sprich 0,5 Kilo Superforen nehmen. Des Weiteren ein klein wenig Hanf, wie immer die 10%, das kennt ihr. Und weil das hier natürlich ein Stillwasser ist mit einer geringen Wassertiefe, werde ich wie immer unser Streckmittel mit einbauen, was das Futter dementsprechend noch mal ein klein wenig auflockert. Okay, und was empfiehlst du mir für Mischung? Also du sitzt jetzt hier heute auf der linken Seite, da ist das Wasser ein klein wenig tiefer. Du könntest aus meiner Sicht versuchen, eine Mischung aus einem Kilo Fieder zu verwenden. Da sind halt dann dementsprechend etwas gröbere Partikel drin, Hartweizen, Eikeke etc., also etwas mehr Nährstoffgehalt. Um aber auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen, falls doch nur Güstern oder Rotaugen kommen, würde ich auf jeden Fall auch, so wie ich auch, einen halben Anteil von dem Superforen mit einarbeiten. Also von daher gemischt, höherer Nährstoffgehalt, Superforen, wieder ein magereres Futter. Also da wird sich wahrscheinlich schon dementsprechend was auf dem Platz dann einstellen. Ob große oder kleine Fische, das kann man dann selektieren. Gut, wenn das ein Fiederangler mit 25 Jahren professioneller Erfahrung zu mir sagt, dann befolge ich den Rat. Wir mischen jetzt das Futter an und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Beginnen wir nun mit der Futtermischung. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Teil. Ich beginne hier mit dem Superforen. Da hat man ja gesagt, du einen halben Teil, heißt in einer 1-Kilo-Düte 0,5 Kilo für dich, 0,5 Kilo so machen wir für mich. Genau. Okay. Da beginne ich mit. Oh, da kommt mir schon ein toller Duft entgegen. Also reine Gewürze. 0,55 vielleicht, passt. Ah, da kommt der sparsame Ruhrbottler raus. Der gönnt mir nicht so viel. Okay. Okay. So, das ist für dich. Dann habe ich jetzt hier ein Kilo Fieder. Die gebe ich jetzt komplett auf den 0,5 Kilo vorn hin dazu. Und Michael hat das Brasenfutter. Meine Zähne sind noch etwas schärfer. Ganze Tüte hinein. Jetzt vermischen wir erstmal das Futter im trockenen Zustand.
passt perfekt. Also was mir auffällt, da kommt mir ein unwahrscheinlich frischer Geruch entgegen. Unwahrscheinlich lieblich. Erzähl doch mal ganz grob, welche Partikel sind denn hier dabei? Also in deinem Futter bzw. in dem Superfeeder sind dementsprechend mehr Partikel, weil das Futter auch sehr gerne auf Flüssen eingesetzt wird oder wirklich, wenn es dann um viel Fisch geht, da sind Eianteile mit drin, da sind Hartweizenpartikel in Rot, in Gelb, in Orange drin. Also von allem ein klein wenig. Allgemein kann man sagen, dementsprechend eine etwas gröbere Mischung. Hingegen sind bei mir in dem Super Brasim halt weniger Partikel drin. Dementsprechend halt auch ein klein wenig Orange. Ich sehe ein bisschen Gelb. Rot fehlt jeglich. Also die Mischungen sind ähnlich, auch vom Geruch her ähnlich. Aber man wird einfach sehen, dass dementsprechend Julians Mischung ein Hauch grober sein wird und meine Mischung ein Hauch feiner sein wird. Okay. Standardmäßig geben wir immer gequetschten Hanf in Höhe von 10% dazu. Heißt, wir haben jetzt 1,5 Kilo Trockenfutter, geben wir also ca. 150 Gramm gequetschten Hanf dem Futter dazu. Michael, was meinst du, sind das 150 Gramm? Ja, eine Handvoll kannst du noch tun. Sollte reichen. So genau kommt es auch eigentlich nicht. Ne? Genau. Okay, Ausgangsbasis. Für beide eigentlich jetzt soweit vorbereitet. Nun erstmal wieder gründlich trocken durchmischen. Eingangs hast du ja schon gesagt, um das Futter etwas lockerer zu machen, geben wir was dazu? Da geben wir hier unser Streckmittel hinzu. Das empfehlen wir eigentlich in allen Stillgewässern oder auch dort, wo halt die Strömung so nach meiner Erfahrung bis maximal 70 Gramm herrscht. Da macht es das Futter auf jeden Fall lockerer. Es explodiert förmlich aus dem Korb und es hat zusätzlich noch den Effekt, dass das Futter ein klein wenig abgedunkelt wird. Und das ist im Frühjahr oft ein Vorteil. So, wir teilen uns das jetzt mal. Man sagt in etwa zwischen 30 und 60 Milliliter per Kilogramm Futter. Also ich werde jetzt mal ca. 50 Milliliter in die Mischung reinpacken und dann übergebe ich an den Julian. Also hier grundsätzlich kann man sagen, je flacher das Wasser, je lockerer das Futter sein soll, desto höher kann der Anteil von dem Streckmittel sein. So, das passt. Der Rest ist für dich. So, und auch hier ist jetzt wieder wichtig, das Ganze gründlich in trockener Form zu vermengen. Und das machen wir jetzt auch wieder. Man sieht sofort, das Futter wird gleich ein Stück weit abgedunkelt. Perfekt, das dürfte genügen. Ja, man kann das mal so in die Kamera zeigen. Also das sieht schon richtig gut aus. Ne, man merkt, durch das Streckmittel bekommt man so eine leichte Erdfeuchte. Und die einzelnen Partikel, die bindenden Partikel, werden dementsprechend getrennt. So, und dann beginnen wir nun mit dem Befeuchten des Futters. Dazu haben wir uns beide schon mal ein bisschen Wasser hier zur Seite gestellt. Beim Befeuchten ist extrem wichtig, nicht das ganze Wasser auf einmal jetzt reinkippen, sondern immer etappenweise anmachen. Nicht, dass das Futter überfeuchtet wird, weil wenn es einmal zu feucht ist, dann ist es eigentlich kaputt und es löst sich nicht mehr aus dem Korb. Beginnen wir eben jetzt mit der Zugabe von Wasser. Perfekt. Auch wenn ihr im ersten Moment den Eindruck habt, dass das Futter vielleicht ein klein wenig zu feucht geworden ist, die groben Partikel, die werden in wenigen Minuten natürlich viel Feuchtigkeit aufnehmen. Von daher braucht das Futter jetzt zunächst mal, bevor wir das sieden, einige Zeit Ruhe, um dementsprechend einzuweichen, um zu quillen, damit halt die groben Partikel dementsprechend getränkt werden. Und diese Ruhephase des Futters könnt ihr perfekt nutzen, um eure Angelköder vorzubereiten. Und das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Kommen wir jetzt zur Ködervorbereitung. Ja, die Ködervorbereitung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Part beim Fischen, um erfolgreich zu fischen. Und da
ist es im Frühjahr einfach notwendig, dass man sich da in Bezug auf Pinkies, Maden, Würmer etc. im Vorfeld natürlich auch Gedanken macht. Was benötige ich heute und natürlich, was werde ich in mein Futter mit einbringen? So, hier habe ich jetzt einmal die klassische Made. Da gehe ich her, gebe das auf unser Sieb und entferne die Sägespäne. So gut wie wir uns verstehen, macht man dann natürlich halbe. Also, einmal die Maden. Als nächstes die kleinere Sorte davon, nennt sich Pinky. Haben wir jetzt einmal die Pinkies. So, dann habe ich hier noch ein paar normale holländische Dendrowürmer. War nicht so sparsam mit dir. So, und parallel haben wir hier auch noch ein paar Mistwürmchen. Wo möchtest du die hinhaben? Ja, eine deiner Dosen. Ich habe eine zu wenig, sehe ich gerade. Pack die mal hier rein. Aber dafür sind wir Angelkameraden. Man hilft sich natürlich immer aus. So, ein wichtiger Köder fehlt noch. Und zwar der Caster. Und zu dieser Dose sagt jetzt der Michael auch gleich noch ein paar Worte. Ja, die Angelkameraden unter euch, die mich schon öfters mal am Wasser getroffen haben, die wissen meistens, dass wir unsere Caster nicht in irgendwelchen Plastiktüten aufbewahren oder in einer Vakuumpumpe. Das ist alles überhaupt nicht nötig, sondern wir haben seit Jahren unsere Caster in solchen PE-Dosen. Da gibt es mittlerweile ja unzählige dieser Dosen auf dem Markt. Jeder hat mir irgendwann mal auf die Finger geschaut und möchte da auch irgendwas ins Geschäft bringen. Das Wichtige ist aber hierbei, dass man darauf achtet, dass es nicht nur eine Dose mit einem ganz normalen Deckel ist, womöglich vielleicht noch mit einer Schaumeinlage, die dementsprechend dann auch Luft zieht, sondern unsere Dosen haben hier nochmal einen gesonderten Deckel, der die Sache hier oben abschließt und dementsprechend verdichtet. Und den kann man wunderbar mit dem Fingernagel rausnehmen. Und dann hat man hundertprozentig frische Caster, die hier in der Dose, in der Kühlung wohlgemerkt, circa eine Woche halten. Diese Dosen, die gibt es in 250 Milliliter und die gibt es auch in einem halben Liter, wobei das eigentlich die gängigen Sorten sind. Im Frühjahr oder auch im Winter oder Kanalfischerei, da reicht so ein Viertel Liter alle Male aus. Im Sommer muss man natürlich dann auch mal ein paar Caster mehr bringen. Da nehmen wir in der Regel dann die Halbliterdosen und davon auch vielleicht mal zwei oder drei, wenn es drauf ankommt. Das ist natürlich ganz schön viel. Die Dosen sind sicherlich nicht schlecht und was ich auch gut finde, im Gegensatz zu den Plastiktüten, es ist umweltfreundlich, weil die Dosen könnt ihr unzählige Mal verwenden, die gehen einfach nicht kaputt. Mhm. Den Caster muss man besonders behandeln und zwar in Wasser einlegen. Und das zeige ich euch jetzt. Caster gebrauchsfertig machen, nehme ich unsere Gummiwanne, fülle Wasser rein und jetzt seht ihr auch diese neue Casterdose mit der Einlage, die entferne ich jetzt und gebe die Caster einfach ins Wasser. Warum mache ich das? Wenn der Caster weiter verbuppt, schwimmt er irgendwann. Hier sieht man schon, ich habe perfekte Arbeit gemacht daheim, denn ich habe kaum einen Schwimmer dabei. Zwei Schwimmer, die entferne ich jetzt, kann ich perfekt so entfernen und gebe die nun in meinen Behälter, entferne das restliche Wasser, dass sie so gerade so bedeckt sind und dann geht der Spaß los. Warum muss man denn unbedingt noch Wasser dazufügen, Julian? Damit wird der Caster-Vorgang gestoppt, sie werden nicht dunkelrot und schwimmen somit nicht. Ja, und ist es denn besser, die Caster während der gesamten Verpuppungsphase, wenn man also die Caster produziert,
unter Wasser zu hältern oder hältest du die immer trocken? Nein, die müssen auf jeden Fall trocken gehältert werden, denn das ist ein lebender Organismus und der würde sonst absterben. Deswegen ganz wichtig, in diesen Dosen aufbewahren und erst am Angeltag direkt ins Wasser geben. Somit habt ihr immer frische, lebendige Kaster. Und das ist das A und O für den Erfolg. Das Futter hat nun genügend Zeit gehabt, die Feuchtigkeit aufzunehmen. Wir haben natürlich diese wertvolle Zeit genutzt und zwischendurch unser Zubehör aufgebaut. Das heißt, die Ruten stehen schon soweit vorbereitet. Die Köder sind vorbereitet. Genau. Und jetzt müssen wir noch einen letzten Schuss Wasser hinzugeben. Und dann beginnt der Siebvorgang. Michael, ich glaube, du brauchst auch noch ein wenig Wasser. Ja, ein klein wenig noch, nicht zu viel. Denn ich möchte eigentlich in dem Stillwasser das Futter nicht zu feucht fischen. So. Achtest du dabei auch auf Gewässertiefe? Auf jeden Fall. Je tiefer das Wasser ist, was wir befischen, dementsprechend feuchter müssen wir das Futter auch fischen. Denn durch die Feuchtigkeit wird die Bindung natürlich ein klein wenig stärker. Und wichtig ist natürlich, wir wollen unser Futter im Grundbereich erst aufgehen lassen. Was anderes wäre, wenn wir jetzt viele kleine Fische fangen wollen, dann erzeugen wir ja auch schon mal eine Wolke, einen lockeren Futterkorb an der Oberfläche. Aber das machen wir jetzt nicht. Das Wasser ist viel zu kalt dafür. Wir wollen die Fische wirklich am Grund halten und da auch konzentrieren. Genau. Um es schön in unser 3,5 mm Sieb zu geben, tue ich jetzt mein Futter in die Flexowanne und da könnt ihr es perfekt auf euer Sieb legen. Und jetzt gehe ich mit der flachen Hand her, Michael macht es genauso und drückt das Futter durch unser Sieb. Also was mir jetzt hier beim Sieben auffällt, die Mischung ist von der Konsistenz schon sehr schön. Wir haben da kaum irgendwelche Klümpchenbildungen. Von daher ist auch der Siebvorgang relativ einfach. Na, jetzt habe ich schon gesehen bei mir beim Sieben, ich habe echt, wenn ich die beiden Futtersorten so vergleiche, habe ich doch etwas ein gröberes Futter. Was hier oben liegen bleibt, kann im Sommer natürlich gut verwendet werden. Ich werde es jetzt einfach entsorgen, denn ich habe doch ein bisschen Bang, dass wir die Fische sättigen. Einfach zu kalt noch im Moment. Oh, perfekt. Michael, ich glaube, damit haben wir heute Erfolg. Auch wenn es heute schwierig wird, hier Fische zu fangen, abends mit den Windverhältnissen, heute Nacht wieder Nachtfrost. Man hat es gesehen, es sind noch Eisplatten am Ufer, aber wir geben unser Bestes. Die Köder sind vorbereitet, das Futter ist perfekt vorbereitet. Und jetzt geht's an den schönsten Teil vom Tag, des Angeln. Ich freue mich drauf. Das ist richtig frisch. Jetzt geht's los. Wir gehen auf unseren Angelplätzen. Also Petri heil. Petri, danke mal, wie Michael seinen Platz vorbereitet hat. Hierzu öffne ich seine Kiste. Dann sieht man wirklich keine Geheimnisse. Wir haben die Maden, wir haben die Bingis, wir haben die Mistwürmer, wir haben die Dendrowürmer und eben den Caster. Und da kommt der Meister. Da kommen noch einige wichtige Dips. Denn gerade jetzt, wenn der Fisch den Köder noch nicht richtig aufnimmt, dann kann man damit manchmal wirklich Bisse provozieren. Wenn der Köder stärker aromatisiert ist und der Fisch ist in der Nähe, dann nimmt er den, das garantiere ich euch. Wenn da ein Fisch ist, dann nimmt er den durch das Eingeben von Dips, wenn wir den Köder da hineintauchen. Erzähl mal für die Jahreszeit, welchen Dip empfiehlst du da uns? Also in den Sommermonaten, da konzentriere ich mich eher auf die süßeren Dips. Das wäre in dem Fall ein Brassen-Karamell-Dip zum Beispiel oder der Scopex. Jetzt in der kalten Jahreszeit haben wir eigentlich eher Erfolge gehabt mit den fleischigen Aromen oder mit den fischigen Aromen. Also ich würde jetzt empfehlen Megaleber, Fischdip oder manchmal auch noch Garlic. Der ist auch im Winter sehr gut, weil der extrem stark riecht. Oder vor allem auch Wurmvitamino. Also das sind die Dinge, die ich jetzt im Frühjahr verwenden würde. Okay. Ich habe meine Angeldistanz gefunden, um jetzt genau
die Entfernung zu ermitteln, verwende ich unseren Distanzfinder. Der Abstand dieser beiden Stäbe beträgt genau 3 Meter. Ich fische heute eine Schlaufenmontage. Diese Schlaufe lege ich einfach um den Erdspieß rum. Und jetzt lege ich die Schnur einfach in die dafür vorgesehene Einkerbungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin jetzt 18 Mal rumgegangen. Das heißt, 18 mal 3 Meter, eigentlich auf 54 Meter Distanz. Sollte ich jetzt einen Schnurbruch haben, das heißt die Schlagschnur, der Geflechtschnur reißt ab, kann ich perfekt meine Angeldistanz wiederfinden. So, jetzt muss das Ganze natürlich wieder auf die Rolle. Und da sieht man, wie perfekt es funktioniert. Dieser Distanzfinder ist so perfekt geformt, da geht es ganz einfach wieder ab. Julian, und was ist das Besondere an dem Distanzfinder? Ja, ist ganz einfach. Ihr habt hier eine perfekte Biegekurve. Hier könnt ihr die Schnur beim Ablängen perfekt reinlegen. Ihr müsst darauf achten, dass diese Einkerbung immer zur Innenseite zeigt. Des Weiteren hier bei dem oberen Übergang zum Ende hin habt ihr keine Gerade. Die Schnur geht somit sehr leicht ab. Und jetzt kommen wir zur absoluten Besonderheit. Hier ist eine Edelstahlspitze verbaut, was zur Folge hat, auch wenn in den Sommermonaten gerade harter Boden ist, ihr bekommt es überall rein. Das heißt, ihr habt keine Probleme mehr, den im Boden zu verankern. Dann sehe ich da so verschiedenfarbige Markierungen auf der Schnur. Wofür sind die gedacht? Ganz einfach. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine ungerade Zahl habt und in der Mitte kommt euer Schnurclip, könnt ihr auf dieser Schnur genau diesen Punkt markieren. Denn diese sind verstellbar. Auf unseren Distanzfindern haben wir insgesamt 4 solche Knöpfe angebracht. Warum? Denn wenn wir gerade im Tandem angeln, können wir einen Distanzfinder aufbauen und alle Angler können ihre Position markieren. Bevor das Angeln losgeht, musst du deinen Platz vorfüttern. Wie machst du das? Hier kommt heute der Wind von vorne. Aus diesem Grund habe ich mich für einen Speedfutterkorb entschieden, und zwar einen Double Spike. Den kann man sehr gut auch gegen Wind werfen und der driftet nicht so weit vom Platz weg. Da gibt es 2 verschiedene Ausführungen von. Einmal gibt es den Universal, der hat dementsprechend ein größeres Volumen zur Aufnahme von Futter. Und dann gibt es die Ausführung Small. Und das ist natürlich heute hier die erste Wahl, weil wir dementsprechend zunächst mal vorsichtig füttern müssen und schauen, ob überhaupt was geht. Und welche Gewichte hast du unten dran? Ich habe hier heute 40 Gramm verwendet. Vom Grundsatz her kann man immer sagen, so leicht wie möglich, aber so schwer wie nötig. Ja, um Gottes Willen nicht unnötig schwer fischen, das verursacht natürlich unnötige Geräusche. Beim Einwurf wiederum ein zu leichter Korb driftet auch sehr schnell vom Platz ab. Und gerade die Genauigkeit ist beim erfolgreichen Fiederfischen unwahrscheinlich wichtig. Okay, so, dann zeig uns doch mal, was du jetzt an Ködern dem Futter hinzugibst. Also ich habe hier meine Caster, ich habe hier Pinkies, Maden, Würmer, da sind wir eingangs drauf eingegangen. Mhm. Mit der Wurmfütterei würde ich jetzt erstmal sparsam umgehen. Wir beginnen einfach nur wirklich dezent mit ein paar Castern, vielleicht 8 bis 10 Caster. Die gebe ich mal hier ins Futter hinein und dementsprechend auch 8 bis 10 Pinkies. Okay, ich sehe das perfekt. Das drücken wir jetzt hier in den Korb rein. Ein Speedkorb befüllt man immer folgendermaßen. Man hält halt mit dem kleinen Finger und auch mit dem Mittelfinger dementsprechend diesen offenen Bereich hier unten zu, damit das Futter da beim Einfüllen unten nicht rausfällt, und drückt dann oben in diese Bohrung mit dem Daumen das Futter rein. Ganz einfach. Also mit dem Daumen rein und dann einmal außen an der Mantelfläche ein klein wenig abdrücken, damit nicht zu viele lockere Partikel dementsprechend vom Futterplatz abtreiben.
Nun sehen wir die Stadtfütterung von Michael. Er visiert sich am gegenüberliegenden Ufer einen markanten Punkt an und wirft diesen direkt an. Mittels Schnurclip hat er seine Entfernung eingestellt. Der Korb kommt am Gewässerboden an. Das Futter löst sich dank unseres Streckmittels sehr schnell aus dem Korb. Es ist einige Zeit vergangen und jetzt mit kurzen Hieben schlägt er das Restfutter aus dem Korb und holt die Schnur wieder ein. Nun wird der Korb neu befüllt, wie ihr vorhin gesehen habt. Und das gleiche Prozedere geht wieder von vorne los. Punkt anvisieren, werfen, zurückziehen, Korb kommt am Clip an, absinken, den Korb kurz ruhen lassen, dass sich das Futter aus dem Korb löst und jetzt hebt er die Ruten an, schlägt das Futter raus. Das Ganze wiederholt ihr 3 bis 4 Mal. Im Sommer könnt ihr natürlich mehr vorfüttern. Und dann wird der Haken montiert. Michael, was hattest du denn am Haken gerade? Ich hatte eine Kombination von Pinky, Castomade. Damit beginne ich in der Regel immer, denn man muss nicht direkt mit einem fetten Wurm beginnen. Die kleinen Fische mögen das manchmal nicht. Und gerade im Frühjahr steht der Fisch auch oft
auf Maden. Also von daher, so beginne ich, da kann man auch mal im Vorfeld ein Rotauge fangen. Bin direkt mit einer Brasse überrascht hier oder belohnt worden, 800 Gramm in etwa. Finde ich toll, bei dem kalten Wind, also ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass das doch relativ flott geht. Zwei Anpacker hintereinander, ganz, ganz vorsichtige Fische. Hier ist es wichtig, einen kleinen Haken zu verwenden und ein dünnes Vorfach. Michael bringt jetzt ein bisschen Spannung auf die Schnur und möchte damit den Köder ein bisschen attraktiver machen. Warten wir mal ab, ob der Fisch noch einmal kommt. Ich habe Julian den ersten Biss gehabt. Ganz vorsichtige Fische. Cool. Auch ich habe wie Michael eine Kombination von Pinge und Caster verwendet. Oh, bei mir rappelt auch. Oh, aber richtig. Gut an die Kamera. Guckt euch den Biss an. So langsam finden sich die Fische ein. Gerade wieder Hektik. Michael am Film bei mir und dann kommt bei ihm der Biss. Wir sind extrem erleichtert, dass wir mittlerweile Fischkontakt haben. Eine halbe Stunde hat es gedauert, aber jetzt scheint es so richtig loszugehen. Ganz helle Fische. Mal auf den zerdrückten Caster. Der Fisch hängt ganz sauber vorne an der Lippe. Also die sind noch nicht wirklich hungrig. Es hat auch lange gedauert. 3-4 Mal hat er davor gestoßen, erstmal geprüft und dann hat er letztlich dann doch mit einem richtig vehementen Biss den Köder aufgenommen. Und der Biss, den konnte man nicht mehr verfehlen. Er hat sich wirklich aufgehängt. Köderanteil reduziert und schon kommt auch der Biss. Die Bisse schwierig zu erkennen.
Unsere Köderreduzierung hat sich definitiv bemerkbar gemacht. Astrein, da hat ihn auch super genommen. Perfekt. Auf dem Weg jetzt zum 3:3. Oh, das ist der schönste bisher, glaube ich. Ein paar Zentimeter größer wie die anderen. Oder auch nicht. Ich bin jetzt hergegangen und habe einfach die Neobates-Made, die rote, da sieht man immer, der Fisch hat geschluckt, mit draufgehängt. Auch das klappt zum normalen Feedern perfekt. Diesen kleinen Mikrohaken, den werde ich jetzt mal auffädeln, gebunden an eine 010 8er Vortex-Leine. Die Fische sind super sensibel und ich bekomme ständig Anfasser, aber die nehmen schlecht durch. Beim Fiedern hat man immer mal wieder tote Phasen. Das ist genau der Zeitpunkt, wo wir dann verschiedene Dips einsetzen. Ich habe mir jetzt gerade mal hier den Fischdip geöffnet. Mein Köder Made Pinky. Den tauche ich jetzt mal hier ein. Man sieht diese leuchtend rostbraune Farbe, wie die an der Made und am Pinky haften. Ich bin davon überzeugt, dass ich jetzt deutlich schneller einen Biss bekomme.
Was für ein Gerät verwendest du denn? Wir angeln heute auf 60 Meter, hatten sehr starken Wind, der zum Glück jetzt gerade mal ein bisschen nachgelassen hat. Erzähl. Also ich habe mich heute für die Masterpiece Snakeskin Medium Feeder entschieden mit einem Wurfgewicht von 100 Gramm. Die Rute hat eine Länge von 3,90 Meter und zeichnet sich aus durch eine gleichmäßig relativ weiche Aktion. Also ich würde diese Rute als sehr gute Brassenrute bezeichnen. Das Besondere an der Rute ist die Ringstellung. Das kann man sehr schön sehen. Wir haben da ein neuartiges Prinzip und haben die Ringe leicht nach vorne gestellt, sodass wir da überhaupt keine Verwicklung mehr haben. Das heißt, die Schnur schlingt sich beim Werfen nicht mehr um den Ring. Also das ist so gut wie ausgeschlossen. Im Allgemeinen hat die Rute ein sehr geringes Eigengewicht, wobei man Würfe doch von ca. 80 bis 85 Meter noch sauber damit platzieren kann. Also für mich eigentlich die perfekte Brassenrute. Okay, du hast jetzt eine Länge von 3,90 Meter. Gibt es diese Rute auch noch in einer anderen Länge? Die Rute gibt es auch noch mal in 3,60 Meter Länge. Ah. Ja, allerdings habe ich mich hier für die längere Version entschieden, weil man immer mal mit einer Kante rechnen kann, wo man den Fisch drüber buxieren muss. Ja, das ist immer wichtig, dann braucht man nicht so auf die Kiste sich stellen, sondern kann dementsprechend durch die längere Rutenlänge einfach dann den Fisch weiter draußen schon an die Oberfläche befördern. Ja, da hat jeder wieder andere Vorlieben und so ist es einfach mit dem Gerät. Aber hier haben wir auf jeden Fall vorgesorgt, die Ruten gibt es für jeden Geschmack. So, jetzt leuchten wir auf meine Spitze, Julian. Und da ist er. Trotz der widrigen Wetterbedingungen konnten wir dieses schöne Netz voller Brassen fangen. Ich schätze, es sind so in etwa 18 Kilo. Das finde ich für so ein Wasser heute und für so ein Wetter ein wirklich tolles Ergebnis. Wir sind sehr zufrieden, Michael. Absolut. Wir haben nun gerade unsere Angelsession beendet und wollen doch mal ein kleines Resümee ziehen. Zum Futter muss ich sagen, die Mischung aus Brassen und Superforen, die fand ich richtig gut. Das Futter hat sich perfekt aus dem Korb gelöst. Ich habe also niemals mehr einen Stopfen rausgebracht, einen vollen Korb rausgebracht. Ganz wichtig war heute das Ködermaterial, was man halt dem Futter hinzugegeben hat. Wer da dachte, er müsste mit der Schippe Maden, Pinkies, Caster füttern, der war absolut falsch beraten. Also heute war wirklich ein Tag, wo man sagen kann, weniger war mehr. Das Gleiche hat sich auch bei mir rauskristallisiert. Die Köder zu Anfang hat mir relativ viel hinzugegeben. Das war absolut falsch, das Ganze reduziert. Wir haben zum Schluss nur noch das reine Futter gefüttert und damit waren wir echt am besten bedient. Denn jetzt gerade zum Ende hin konnten wir Fisch auf Fisch teilweise fangen.
Der Michael hat das Brassen und Superforn ja. gefischt und ich hatte das etwas gröbere Futter, eben Feeder und ein halbes Teil Forn gefischt. Bemerkenswert war auch, dass ich zwei dickere Fische gefangen habe von ca. 1,5 Kilo. Die sind bei Michael leider komplett ausgeblieben. War eventuell der gröberen Struktur des Futters zu verdanken. Ja,